Mani! Mani, Mani! Ey, was geht hier? Was geht? Es wird schon gestreamt. Es ist Gedo. 104. Und Mali und Magic spielen Even, wie es aussieht. Hey, hi, da möchte ich dich jetzt zusetzen. Gedo Prenzlberg-Edition. Gedo Prenzlberg. Jenny P6 Hour in den Chat. Gedo Prenzlberg? Ja, 104. Nice. Doch jemand Chat. Ich bin das Dritter geworden im Power Ranking. Oh ja, du hast es nicht gehört, da warst du gerade unterwegs mit Du bist Dritter in Berlin. Ja. Und wenn Arzt kommt, bin ich Zweiter dann. Dann zeige ich euch. Ja, weil Niki aufhört zu kommen. Da bin ich Erster. Nee. Digga, was für eine Timeline, wenn ein zugezogener Top-Spieler aus dem letzten Platz 1 in Berlin. Ja, schon buchstäblich ein zugezogener Fox-Spieler aus südwestlicher Richtung ist der Erste. Hä? Ein zugezogener Fox-Spieler aus südwestlicher Richtung ist der Erste. Nee, südwestlich von hier ist Hannover. Es ist schon südwestlich. Ja. Aber dann habt ihr noch einen aus Baden-Württemberg. Wow. Stuttgart. Das ist schon traurig. Es würde buchstäblich nichts ändern. Tatsächlich. Hast du auch einfach zugezogen? Ja, es ist so ein großes Berlin. Ich dachte, Berlin bleibt hart. Eine Bachelorarbeit schreiben tatsächlich. Die sind halt so wie bei München, die kaufen einfach alle. Also ich finde... Ist halt echt so, ne? Ich finde, ja, wie konntest du das geschehen lassen? Dass ich eine Bachelorarbeit schreibe? Dass du Niki und Arthur die zugezogen und die vorbei hast ziehen. Ey, oh, das war Dennis. Ohne Scheiß, du hättest deine Bachelorarbeit einfach droppen sollen. Und tatsächlich, die spielen beide ähnlich lange wie ich, also sind sie gar nicht an mir vorbeigezogen. Ich war nie über ihnen. Ha! Ha! Moment. Sie war das, ist das ein guter Out? Oh, das sieht hübsch aus mit den Stocks. Das ist verrückt, das Stream ist unglaublich kreativ. Selbst so gut, dass man noch einen Nana-Stock sieht. 1-0 für Mali. Colorado Rapper. Und so ein Stream hat man nur von Liver so gehabt von der Qualität. Das ist schon ein Stream. Der Stream ist einfach um Walten besser. Heute entscheidet sich, wer die bessere Pizza macht. Italien oder Colorado? Ja, das ist ein bisschen lauter, das ist ja Italiener mit dir. Oder sehr, sehr abgelenkt. Aber die Italiener waren schon... Oh! Ausgetrickt, oh. Ausgetrickt. Das ist tragisch. So. Bei Dennis ist es vorbei. Oh! Und ich bin ein Gewinnertyp. Ich bin 3-0 er Team. Für dich? Ja. Nein. Was? Du hast gegen Downgrade Falco gewonnen? Ja. Das ist ziemlich sick. Das ist sick. Downgrade Falco? Nee, das ist 20er, ne? Damit geht es schon hier auf. Ja, oder? Er ist knapp. Er ist ein Runner-Up. Er ist ein Runner-Up. Mali macht ganz schön. Ja, Mali zieht zumindest in diesem Match. Ich bin ja eigentlich ein Newcomer. Mali ist ein Rocker, der macht die Mali Davis. Und Melee auf dem Melee-Setup steht. Oh! Mega geil. Mega gute Detailos. Oh, der Mali! Das war der Mali. Das war der Mali. Er rockt ganz schön, das ist Mali Davidson. Die sammeln sich jetzt alle Leute, die so zu schnell mit ihren Matches fertig sind. So. Oder die halt einen Ball haben. Dommer hat den Ball im Prinzip auch. Ich hab doch kein Spiel. Ich hab noch nicht mal gespielt. Oh, na, Lendo hat er doch gar nichts zu tun. Muss er einfach verdienen. Oh! Oh, ich krieg wahrscheinlich Foul. Oh, nein, ich krieg keiner mit. Also, ich krieg halt Foul. Was war das? Der hat halt die letzte Zeit nur Falco gespielt. Oh, danke für den Follow. Geil. Scarf 377. Scarf 377 pausiert sein Match. Das ist gut, dass er sein Match pausiert. Dann so, kann er gut so zuhören, wenn die Matches dann aufhören. Ich hab hier noch einen Prime-Sub. Nice. Oh. Oh mein Gott, Dortmund ist 51. Nana, am Leben. Oh! Oh, Mali aber nicht mehr. Nani aber nicht mehr. Ich stehe in den Chat. Ey, was geht, Till? Till ist großer Mali-Fan, weil er auch Eisbären spielt. Achso, ich dachte Till der Rapper. Oder nein, Till der Rapper. Vielleicht spielt er auch Eisbären. Scheiße, warte mal, ich wollte gerade sagen, Till der Rapper oder Till der Rapper Interviewer, aber Till der Rapper ist auch Till der Rapper Interviewer. Er ist derselbe, ja. Aber es gibt einen anderen Till, der Rapper Interviewer ist, aber kein Rapper. Oh. Das ist ein Gerücht.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das geht. Vielleicht rappt er auch. Der kann auf jeden Fall Lyrics sehr gut rezitieren. Ich glaube, es gibt niemanden im Hip-Hop-Journalismus, der nicht schon mal probiert hat zu rappen. Fair. Alina. Safe hat Alina schon mal irgendwo gerappt. Ach, Quatsch. Ich wette. Oh. Alina, rapp mal. Ich dachte gerade, Alina, Arthurs Kind. Das wäre ja gut. Aber warum hörst du sie im Hip-Hop-Journalismus gesehen? Keine Ahnung. Sie hat die ganzen Bedeutung. Hat sie dich letztens irgendwie interviewt? Oh, Drowsing ist auch am Start. Was geht Drowsing? Und Till sagt, was geht Dennis? Let's go. Oh, man hört es. Das ist aber ein sehr gutes Mikro. Till-Tons. Till-Tons. Der ist nämlich Comic-Zeichen. Nein, er macht so Tonfiguren, aber oh, sehr, sehr lange. Ich glaube, man kennt ihn von Twitter. Das kann sein, ja. Das kann sein. Er macht sehr international, aber also dachte ich eigentlich, das wäre... Er ist nicht deutsch. Der ist Hamburger. Echt? Der ist nicht deutsch, der ist Hamburger. Ich dachte, der war so Däne oder? Ich dachte, er ist zugezogen. Nein, ich glaube nicht. Warum würde denn warum würde jemand Till heißen mit Y, wenn er... Deutsch wäre. Es geht Le Monde. Es geht Tommy H. Tommy H. 1. Ganz im Hamburger. Das ist Tommy H. Hamburg. Tommy H. 1 ist ein Bremer. Das ist Hamburg. Das ist effizient das Gleiche. Das ist das Gleiche. Er würde es gleich passen. Er würde gleich sagen, das kann nicht sein. Wie ihr mir hier wieder Städte in den Mund legt, Digga. Und dann sagen sie das beide mit demselben Akzent, weil das Norddeutsche sind. Moin, Digga. Oh, ganz knapp, aber Marley hat es nicht geholt. Er steht 1 zu 1. Tommy H. sagt gegen den Sekretär von Microsoft Office gewonnen. War es ein 3 zu 0? Spezifisch, ich habe danach gesucht und es nicht gefunden. Aber vielleicht ist es der gleiche Wort. Spezifisch, der Sekretär Vogel. Ja, what? Oh shit, oh, Magic. Magic ist Desperado. Nee. Und Jonas hat direkt reagiert. Wie, was machst du? Ist griechisch für Schlange? Als Grieche. Ja, wusstest du das nicht? Ich liebe Altgriechisch. Es gibt doch auch. Ich habe für mein Studium bestimmt schon 700 altgriechische Texte gelesen. Ufis ist doch auch irgendwie die linke Seite, die deutsche Übersetzung war. Ufis ist doch auch ein Gott, oder? Nein. Ist der Schlangengott vielleicht? Vielleicht aber. Oh ja, das ist kein Gott, glaube ich. Das ist Smash God. Das ist ein Orpheus, ja. Mich fragt jetzt schon Lukas, wenn es sich mit der Zeit. Das ist aber schon ein. Ich glaube noch mehr. Ja, aber das ist auch eine Sage sozusagen. Ja, wenn du Ufis googelst, kommt halt nur eher so. Nee, natürlich. Zu famous. Hast du irgendwas spielen? Kennt man eine Right oder so? Banane, Schäuble, oh. Spieler, ne? Kennt man am I Right? Jedenfalls Schlangen, der wissenschaftliche Begriff dafür ist heutzutage auch immer noch Ophiolin. Wow. Was ich jetzt denke. Das ist jetzt. Kann mir jemand erklären, warum so eine gute Wahl war, hier bei der Stage auf Peach zu wechseln? Weil ich dachte, gerade fallen das nicht. Aber es ist besser als FD ist also komplett schon grauenhaft, ist doch mit dem Matchup, weil Valley keine Plattform hat, die er nutzen kann. Der Safe! 5,2 zu 5,3 oder so. Eigentlich relativ easy im Grab und easy Follow-up, vor allem wenn ich kein Wort ist. Und Peach ist halt sehr schnell zu grabben hier, weil es keine Plattform gibt. Und wenn er diesen Down-Smash macht, dann hat dann steht genau er von der Wand. Ich muss sagen, ja. Also, er spielt halt einer der besten mit dem Stage to Peach. Und. Peach kann allgemein eigentlich auch gut ausrollen und so. Und das ist wahrscheinlich auch das schlimmste Matchup für Peach generell. Weil ich hatte mir noch gemerkt, dass Käse, wenn er das spielt, lieber Fox spielt als Schiene. Ja, bei Verstieg ist es nochmal schlimmer. Deswegen dachte ich, Fox ist gut. Ja, ist Fox gut, aber für Fox. Für einen richtig guten, wenn der Fox das gut kann, dann ist es richtig schwer. Also, selbst wenn der Fox gut ist, trotzdem die beste Eigenschaft. Ja, das schon. Aber halt immer noch so, das ist so ein Ding, als wenn du da so Lücken hast in dem Matchup, dann werden sie gut offensichtlich. Gleichzeitig aber, wenn du das Matchup richtig gut kannst, dann wird es sagen. Der Move, den Magic da gemacht hat, ist halt einfach vom schlechtesten Matchup von der Stage her einfach zu matchen. Bei Peach hat es ein super gutes Matchup gegen Ivy, vor allem auch auf der Stage, denke ich. Und das ist halt so viel besser als zu Brian halt. Und wenn du Schick siehst, hast du zum Beispiel auch, kann gechain-grabbed werden von Ivy. Ich glaube, das Set kann früher war das natürlich, dass man robbeln konnte, wo der Gegner gar nicht mehr was gekommen ist. Und da braucht man aber immer ein Setup für. Und das war dann so. Mini-Mike, ganz, ganz bisschen mini-knifflig, also eigentlich nicht wirklich, aber mit Sheik war das Problem, dass du dieses Setup nicht mehr, du brauchst es nicht mehr, dieses kleine knifflige Ding, weil du einfach einmal downthrown konntest, regrab und dann hattest du. Ja, ja. Kannst du? Ja. Du musst gegen Banane. Achso, Banane! Das machen wir gleich am Stream. Das machen wir uns. Nee, hier Dennis gegen Geldmann. Nice. Geldmann habe ich eine Weile lang nicht mehr spielen sehen, ich freue mich drauf. Ja.
Der hat halt die letzte Zeit immer Falco gepickt. Also außer, ich glaube, er hat das ja Dualman. Ich glaube 2014. Aber schon bis seine Leute Entscheidung gewesen von Magic. Ich meine, schon vorher 1-1, relativ ausgeglichen, aber jetzt liegt er mit Peach ein bisschen vorne. Von dem All-Time, und Marley hat ein bisschen mehr zu kämpfen. Aber er ist drin. Ich weiß nicht, ob viele, die halt nie. Da haben sie aber einen Grab bekommen und damit ist es jetzt. Oh, lass es doch, oder? Ich dachte gerade eben, wäre Peach weggefallen. Aber er ist leicht mit HP 940. Ja, das ist ein bisschen wackelig. Ja, voll, aber er war halt, also, der, keine Ahnung, er hat noch ein, zwei Mal funktioniert, aber halt nie so richtig eine stabile Season. Ja, der Captain besiegt, ja, genau. Ja, genau. Und da hat Kevin, in dem Turnier Kahn besitzt. Aber Kahn 200 vorne, aber Kahn hat schon den Save. Oh nein, nein. Ja genau, Kevin hat das Comeback noch gehabt. Oh nein, Peach sieht aus. Wenn sie jetzt keinen Fehler macht, müsste das eigentlich sein. Der Kevin, oder was? Dann ist das weg. Weil Nana ist weg. Hohe Prozente. Eine mehr könnte schon töten. Ja. Eine Down-Smash könnte wahrscheinlich auch schon. Ja, müsste auch töten. Das haben wir beide versucht zu grabben, aber keiner hat es abbekommen. Oh. Oh. Aber Marley fliegt schon. Und das ist das. Und das ist das Game. 2-1 ist ein besser Fall. Ja. Das heißt, aber das heißt, das wird nur normal FD passieren. Oh, diesmal wieder auf Fox. Geht wieder auf Fox und es wird. Wieder ist die FD gespielt. Okay, also der scheinbar hat Magic auf dem Chat gehört, nämlich, dass es für Fox doch gar nicht so schlecht ist. Ich habe trotzdem immer gegen alle Einsteiner verloren, weil ich hätte nie gut als das war. Aber. Piro hat aber Fox hat ja eigentlich auch viele Nachteile, das habe ich gerade gelernt. Ich respektiere es, dass Marley dauerhaft auf Downsmash steht gegen einen Charakter, der eigentlich die ganze Zeit in der Luft sein sollte. Ja, finde ich auch gut. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Oh, Marley! Marley hat einfach mal nochmal kurz abgeräumt. Relativ cool, Stock gezogen. Es wirkt aber auch fast ein bisschen wie ein Versehen auf der Seite von Magic. Ja, natürlich hat das jeder Charakter. Ja, voll. Jeder Charakter kriegt einen Tech-Chain. Oh, das war, ein SD. Hat auch super viele. Oh, no. Andererseits ist Nana jetzt wieder dabei. Und sie haben einen Grab bekommen. Wichtig. Und da hat es. Meistens ist es immer noch eine Garantie, dass gar nicht viel machen. Ich habe einen trotzdem noch Marley ist Icy Main, ja. Das ist halt schon, dass man dann sagt, okay, alles klar, das zerstört natürlich meinen Charakter. Mein auf jeden Fall. Oh mein Gott! Keine Ahnung, für mich ist das halt immer so, grind man das Punch geben, dann macht das den Kopf. Naja, und der ist auch nicht, wenn du den Mann so. Ja. So, beim Dose-Matchup kann ich es verstehen, aber so im Boss-Matchup ist halt das Gleiche. Nur du musst halt mal arbeiten. Ob Limone. Jeder Charakter. Und vor allem Icy Main ist. Ich weiß nicht, wer Limone ist. Oh. Keine Ahnung. Aber man bemerkt halt auch so, wie viele Icy Main jetzt einfach nicht mehr auf dem Radar sind, weil die nicht mit Twitch. Oder wo drin ist die Banane, die Army, etc. Paula, hast du Twitter? Wir sind dein Ad Real Geld, Junge. Real Geld, Junge. Das ist so komisch. Ja. Ja.
Vielleicht gehört er wieder zum Jungen zurück, nachdem er wieder in den zweiten Platz gekommen ist. Oh, Nana weg. Vale hat sich nochmal auf die Stage zurückgekämpft. Aber jetzt lässt Fox ihm eigentlich quasi gar keinen Raum. Oder doch? Oh mein Gott, der trinkt so. Oh shit. Es hat wieder einen Stock nicht. Ja, das ist mal zwei. Wenn es, ja. Das ist so ein Leer. Ja. Irgendwas ist mit dem Framework für mich. Hey, du, vielleicht liege ich ja auch falsch. Vielleicht hat hat's es auch richtig angezeigt. Ja, das. Ja. Wenn Magic das Game jetzt kommt, dann ist er auf jeden Fall weiter. Marley liegt nämlich 2 hinten. Und es sieht aus, als könnte das jetzt tatsächlich passieren. Und Nana hat sich noch gehalten. Oh, oh, und nur das Nana ist hat das sich Game gehalten. Oh, Sam. Jetzt sehen wir einen Klassiker. Ein Klassiker. Don't worry.